Hallo und willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Mass Effect. Ja, wie versprochen habe ich keine Ahnung mehr, was ich beim letzten Mal erzählt habe oder was ich machen wollte. Deswegen einfach ganz spontan zurück in das Tagebuch und mal schauen, was unsere Missionen sind, beziehungsweise erstmal die Nebenaufträge. Vielleicht haben wir da noch irgendwas Schönes. Habe ich keine Ahnung mehr, was wir denn letztes Mal gemacht haben. Ist ja auch schon wieder Jahrhunderte her. Ja, die haben wir. Ungewöhnliche Signale. System untersuchen. Na, nee, komm, man muss eine Hauptmission einfach. Noveria oder Feros? Boah, ja, geht Angriff oder Interesse der geht. Oder soll ich besser richtig aussprechen? Geth. Na, nehmen wir einfach Noveria. Noveria hört sich doch nett an. Fliegen wir nach Noveria und schauen, was denn dort unterwegs passiert ist. Na, hier in Terum sind wir ja fertig. Können wir rauszoomen. Hier weiter raus und noch weiter raus. Wir sind jetzt wieder in der Milchstraße. Da ist Noveria. Mal schauen, was uns hier erwartet. Und hier ist Noveria. Pax. Ja, bitte. Kavum. Na, da muss man noch ein bisschen üben. Das war ein wenig zu früh. Da, Noveria. Komisch, warum werden denn jetzt, wird das jetzt System so total angezeigt? Als wir Liara gesucht haben, wurde das nicht angezeigt. Da muss ich die ganze blöde Kacke hier durchsuchen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Also gucken wir uns erstmal auf den anderen Planeten um. Vielleicht finden wir da ja was. Nix. Was haben wir hier? Morana. Aha, aha, schöner Planet. Hier gibt's aber nichts. Also weiter. Veles. Schau mal. Da können wir erkunden. Matriarchinnen-Schriften gefunden. Beim Scannen des Planeten Veles haben sie ein kleines verlassenes Raumschiff gefunden. Ihr Bergungsteam hat das Schiff an Bord gebracht und es demontiert. Dabei fanden sie eine der Schriften der Matriarchin Dilinaga. Oh, nett. Ist das noch ein Planet hier? Nö, 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 nö. Okay, dann können wir jetzt auf Noveria landen und mal das Interesse der Geth untersuchen. Oh, Oberflächentemperatur. Minus 1 Grad Celsius. Nett. Gemütlich warm. Finde ich gut. Mal schauen, was uns da jetzt erwartet. Eine Zwischensequenz. Landekontrolle. Hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Normandy, Ihre Ankunft ist nicht geplant. Unsere Verteidigungssysteme sind aktiviert und auf Sie gerichtet. Nennen Sie uns den Grund Ihrer Ankunft. Eine Zitadellmission. Wir haben einen Spectre an Bord. Landeerlaubnis erteilt, Normandy. Tja, haben wir nochmal Glück gehabt. Das hätte echt schief. Bitte richten Sie sich darauf ein, dass wir nach der Landung Ihre Identifikation kontrollieren werden. Wenn diese Identifikation nicht autorisiert ist, werden wir Ihr Schiff beschlagnahmen. Sehr gastfreundlich. Hier werde ich meinen nächsten Urlaub verbringen. Ja, definitiv. Gut, dann bewegen wir uns doch mal aus diesem netten kleinen Schiffchen heraus. Oh, hallo Navigator Presley. Ja, bitte, was? Commander. Nichts Neues. Gute Arbeit. Weitermachen, Presley. Super, super. Jawohl, Sir. Ah, da vorne sitzt immer noch Joker, einsam und allein. Fliegt er sein Schiff. Oder mein Schiff, unser Schiff, wie auch immer. Dann wollen wir doch mal durch die Luftschleuse nach außen. Ja, Liara kann man immer gut mitnehmen. Ich meine, die ist ziemlich gut mit Biotik unterwegs. Vielleicht noch Tali als Technikexpertin. Damit haben wir eine ziemlich gute Verteilung von allem. Na, das war nämlich auch das Problem, weshalb ich so viele Sachen nicht hacken konnte, weil der Elektronik-Skill zu niedrig ist. Diesmal nehme ich aber dann Tali mit. Dann sollte das wohl reichen. Oder nehme ich Garrus mit? Garrus? Garrus wäre auch cool, ja. Ist jetzt Frage. Garrus? Ja, das ist gut. Liara und Garrus nehme ich mit. Squad annehmen. Yep. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Was? Nein, der soll das Kommando nicht haben. Der Dreck. Na gut. Lassen wir das. Wir wurden hier ja schon so gastfreundlich erwartet. Mal gucken, ob das hier. Was ist das denn? Hallo? Bist du eine Drohne? Ja, scan mich mal. Kannst du mal sehen. Ja, so sieht ein stattlicher Mann aus. Oh ja. Oh, Garrus, was hast du denn zu sagen? Turianer mögen keine Kälte, Shepard. Hatte ich das je erwähnt? Nein, bisher nicht. Je schneller wir von diesem Kühlschrank verschwinden, desto besser. Ein Kühlschrank, ja. Jetzt sehe ich auch, was Sie meinen, ja. Hier haben wir noch so ein Kühlfach, ja.
Gut, gut. Oh, da vorne steht wer. Ein Turianer und zwei Menschen, wenn ich das richtig sehe. Das ist weit genug. Aha. Das habt ihr eigentlich nicht, aber gut. Wir werden natürlich kooperieren. Wir sind nicht hier, um Probleme zu machen. Ihr Eintreffen wurde nicht angekündigt. Ich brauche Ihre Papiere. Ja, hier, komm mal. Bevor du hier den Dicken markierst, ne? Immer erstmal netterweise sagen, wer du überhaupt bist. Sie zuerst. Wir sind hier das Gesetz. Erweisen Sie uns Respekt. Ich bin Captain Maeko Matsuo. Schutz, Abwehr, Fürsorge, Elanus. Schön. Ich bin Spectre. Ich glaube nicht, dass du hier irgendwas zu melden hast. Da ist man ja von... Nee, komm, wir müssen nett bleiben. Ah, der Rat schickt mich. Ich bin ein Spectre. Mein Name ist Shepard. Blödsinn, Ma'am. Wir müssen das überprüfen. Sie sollten wissen, dass Schusswaffen auf Noveria nicht gestattet sind. Sichern Sie Ihre Waffen, Sergeant Sterling. Oho. Die Zitadellautorität übersteigt die Ihre. Okay. Wir werden kooperieren. Ganz ruhig. Ihre Station, Ihre Regeln. Wenn Sie das bevorzugen, Commander. Captain Matsuo, halten Sie sich zurück! Wir haben Ihre Identität bestätigt. Spectre sind autorisiert, hier Waffen zu tragen, Captain. Sie können passieren, Spectre. Hoffentlich verläuft der Rest Ihres Aufenthalts ruhiger. Parasini-San wartet oben auf Sie. Benehmen Sie sich. Oh ja, das war mal eine deutliche Ansage, ja. Hier gibt's nichts. Nix. Gute. Oh, Geschütze. Ha. Aha. Ich muss mir mal ein bisschen umschauen. Hallo? Hallo. Hi, ich bin Spectre. Oh, da ist Gianna Parsini. Okay, müssen wir doch hier. Waffendetektoren. Ignorieren Sie den Alarm. Ja, genau. Ich bin Gianna Parasini, Administrator Anoles Assistentin. Hi. Wir entschuldigen uns für den Zwischenfall an der Andockbucht. Ja, wir sind ja immer noch durchgekommen, damit ist alles in Ordnung. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Gern geschehen. Ihnen sollte klar sein, dass unsere Sicherheitschefin nur ihre Arbeit gemacht hat. Zu meinen Pflichten gehört die Einweisung von Neuankömmlingen. Haben Sie irgendwelche Fragen? Ja, durchaus. Ich meine, dafür, dass auf dieser Station keine Waffen erlaubt sind, laufen hier doch schon ziemlich viele mit Waffen rum. Das ist ziemlich viel Sicherheit für so einen kleinen Raumhafen. Die Direktoren tun alles, was in ihrer Macht steht, um die Unternehmen unserer Klienten zu schützen. Klienten? Was läuft denn hier? Tja, aber vielleicht muss ich ja ein bisschen nerven. Meine Untersuchungen dürfen nicht gestört werden. Sehen Sie sich vor, sonst begraben die Direktoren Sie unter Anklagen. Dann werden Sie einen Asari-Anwalt brauchen. Naja, ich denke mal, die Gates sind mein größeres Problem als so ein paar bekloppte Anwälte. Ist hier vor kurzem etwas Ungewöhnliches passiert? Etwas Ungewöhnliches? Eine Asari-Matriarchin kam vor einigen Tagen vorbei. Lady Benesia. Oh, das ist aber Zufall. Benesia? Ist sie hier? Mit der sollten wir auf jeden Fall reden. Kann ich mit ihr reden? Benesia reiste vor einigen Tagen zum Komplex auf Gipfel 15. Soweit ich weiß, ist sie immer noch dort. Her mit den Koordinaten und wir machen uns auf den Weg. Können Sie mir sagen, wie ich da hinkomme? Sie brauchen Administrator Anoleis Freigabe, um den Raumhafen verlassen zu können. Oh, ja, gut. Wo ist er? Wo finde ich den Administrator? Sein Büro ist auf der Hauptebene. Oben, links, neben dem Fahrstuhl. Gut, auf Wiedersehen. Verstanden. Können wir jetzt reingehen? Natürlich. Kommen Sie zu mir ins Büro des Administrators, wenn Sie Hilfe brauchen. Sie ist hier. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte mir, dass Sie mit mir reden wollen, Shepard. Über meine Mutter. Tja, keine Sorge. Nein, ich vertraue Ihnen, Liara. Sie sind zwar nicht beim Militär, aber ein Teil meiner Crew. Danke, Shepard. Das bedeutet mir sehr viel. Oh, Tagebuch. Eintrag? Schauen wir doch mal ins Tagebuch. Noveria, Matriarchin Benesia, nach Gipfel 15. Matriarchin Benesia, eine Verbündete von Saren, befindet sich in einem abgelegenen Komplex mit dem Namen Gipfel 15. Sie müssen sich dorthin begeben, um herauszufinden, was dort vor sich geht. Und Hanshan Raumhafen verlassen? Sie haben herausgefunden, dass sich die Matriarchin Benesia auf Noveria befindet, aber sie hat bereits die öffentlichen Bereiche des Raumhafens verlassen. Um sie verfolgen zu können, benötigen sie einen Pass für die Garage. Administrator Anuleis hat ihnen einen solchen Pass verweigert. Mit dem habe ich doch noch gar nicht geredet. Aber vielleicht können sie ihn
dennoch überzeugen, sich auf andere Weise einen Pass zu beschaffen. Hä, bist du so ein Ich-gucke-in-die-Zukunft-Tagebuch oder was? Interessant, dass der uns das jetzt schon verweigert hat. Wir reden? Aber ich denke mal, unserem Tagebuch können wir definitiv vertrauen. Willkommen im Hanshan-Raumhafen, dem angesehensten Ort der Galaxis für unabhängige wissenschaftliche Forschung und Entwicklung. Ach so. Zu ihrer eigenen Sicherheit und um die Privatsphäre anderer zu schützen, haben sie allen Anweisungen des Sicherheitspersonals Folge zu leisten. Wenn Sie noch Fragen oder Bedenken haben, so stehen Ihnen unsere freundlichen Verwaltungsangestellten jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank und einen angenehmen Aufenthalt. Ja, ich denke mal, Freundlichkeit wird auch von Planet zu Planet anders definiert. Oh, eine Geschäftsfrau. Hallo. Die Manager haben uns vor Ihnen gewarnt. Oh, warum das denn? Bin doch ganz freundlich und zuvorkommend. Oh, wer ist das denn? Händler Uphold. Diese Person grüßt Sie. Sie sind der Spectre, der den Hanshan-Raumhafen besucht. Oh, das ging aber schnell. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. In der Tat, werter Spectre, Ihre Ankunft hat bei den Firmen hier nicht für Freude gesorgt. Diese Person trägt eine Last, die Sie erleichtern könnten. Wenn wir uns einigen, würde dieser Sie auch entschädigen. Mhm. Diese Person hat für einen Kunden einen besonderen Gegenstand besorgt, der auf der Station allerdings verboten ist. Aber Sie könnten ihn durch den Zoll bringen. Ist schon ein bisschen kackendreist, einen Spectre direkt zum Schmuggeln aufzufordern. Sie wollen meinen Status für einen Schmuggel ausnutzen. Das ist nicht inkorrekt. nein. Ich soll das Gesetz aufrecht erhalten, nicht brechen. Diese Person versteht. Das Angebot bleibt bestehen. Dieser kann wirklich Hilfe gebrauchen. Gut, schauen wir uns doch mal an, was er denn auf Lager hat. Natürlich. Verzeihung, falls diese Person Sie belästigt haben sollte. Nichtmenschliche Panzerung, Anzeige, Standardobjekte, Upgrades. Boah. Nehmen wir mal die Upgrades. Rüstungsupgrade? Das ist auch alles zu teuer. Naja, gut. Schauen wir uns erstmal weiter um. Also bisher haben wir auch noch nicht so viel. Oh, Safe, Sicherheit. Ich bin im Dienst, Spectre. Ich sollte nicht mit Ihnen reden. Dann hör auch auf. Dann tu deiner Dienstpflicht alle und Ehre und rede nicht mit mir. Oh, zwei Wachen. Das sieht wichtig aus. Dann gucken wir uns erstmal woanders um. Nicht, dass wir hier irgendwelche Events auslösen und uns nicht mehr weiter umgucken können. Das fände ich ziemlich uncool. Gehen wir mal hier lang. Ah, kann ich mit euch reden? Nicht. Ich will hier noch mit irgendwelchen Leuten reden. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas Lustiges zu erfahren. Hallo? Nein? Hallo? Nö, auch nichts. Oh, wo geht's denn hier hin? Das sieht ja interessant aus. Eine Treppe hoch, ja. Zum Sündenick oder Sünden-IQ. Der Fahrstuhl reagiert nicht. Auf einem kleinen Schild auf der Stuhl steht, Sünden-IQ ist vorübergehend geschlossen. Das ist ja schade. Lili Hirax. Spectre, was? Ja. Ja, der bin ich. Ich war früher Techniker beim Militär. Außer Maekos Leuten sind hier alle bei irgendeiner Firma. Sie sitzen rum und trinken teures Wasser. Was kann ich heute für Sie tun? Ja, ich würde gern von der Station runter. Wie kann ich in die Garage gelangen? Sie brauchen einen Pass. Anolés oder die Manager können Ihnen einen geben, wenn Sie sich bei denen einschleimen. Der müsste auch einen haben als Techniker. Vielleicht können Sie mir Ihren borgen. Sicher. Wenn ich meinen Job verlieren und bis in alle Ewigkeit verklagt werden will. Die Karten werden von der Sicherheit überwacht. Tja, gut. Untersuchen? Lokale Neuigkeiten? Oh, vielleicht erfahren wir was. Sie scheinen ein Ohr für Neuigkeiten zu haben. Was ist denn hier so los? Da waren die Probleme auf Gipfel 15. Anolés hat den IQ schließen lassen. Und eine Matriarchin kam vorbei. Ja, dann erzähl mir mal ein bisschen was über Gipfel 15. Was für Probleme gibt es auf Gipfel 15? Keine Ahnung. Da tobt ein Schneesturm, aber das passiert öfter. Die Satellitenverbindung brach sonst nie ab. 15 hatte schon immer einen lausigen Ruf. Niemand redet darüber, was da oben vor sich geht. Und jeder, der hingeschickt wird, kommt viel stiller zurück. Ah, okay. Und was ist dieses Syn-IQ?